Das Diner hat noch nicht angefangen. Sonja hat schon genug. Obwohl ich vorher noch immer großkotzig oder immer gesagt habe, ich wüsste ja ungefähr, wie es um 1900 abgeht, muss ich jetzt nach 2 Tagen oder vielmehr nach 1,5 sagen, dass ich wahrscheinlich nicht genau drüber nachgedacht habe. Zumindest nicht das, was für das Dienstpersonal gilt. Sonja, bitte! So, das sind die Tischdecken. Wir warten auf Sonja. Wir machen das jetzt so, wir machen einen groben Ablauf. Ich werde das euch erzählen und dann kommen die Feinheiten, ja? Ist gut. Gut. Um 19 Uhr wird der Kutscher vorfahren mit den ersten Gästen. Wir erwarten 6 Personen. Mit den 2 Herrschaften sind es 8 Personen. Die Kinder essen um 6 Uhr in der Bibliothek, werden um 7 Uhr vorgestellt den Gästen und werden dann entlassen, wenn das Dinner anfängt. Die Leute werden sicher pünktlich sein, vielleicht ein bisschen überpünktlich, weil sie nervös sind, in so einem großen Gutshaus zu kommen. Das heißt, wir rechnen, 15 vor 7 muss alles stehen. Das muss perfekt sein, falls jemand früher kommt. Um 19.30 Uhr wird zu Tisch gebeten. Die ersten 2 Gänge, was immer auch passiert, die müssen raus. Die müssen schnell raus. Das heißt, mindestens bis zum Hauptgang muss es echt zacki-zacki gehen. Das muss man Ulrike nicht zweimal sagen. Sie ist seit 5 Uhr morgens auf den Beinen und wird die Küche erst um 1 Uhr nachts verlassen. Ja, für mich wird es heute besonders stressig. Also die 5 Gänge müssen vorbereitet werden. Das ist schon einiges, was da läuft. Naja, das wird Unmengen von Geschirr werden. Also kann ich mich wohl auf eine lange Nacht als Geschirrspülmaschine einstellen. Ja, Mamsell Wiener. Die Hunde haben auf den Teppich gekotzt und ich kann... Was kannst du? Ich kann das nicht wegmachen. Echt? Ist so grausig oder was? Stinkt oder? Ja, auch. Ahnt ist so lieb und wird das wegmachen. Glück gehabt. Ausgerechnet im Speisezimmer, wo nachher die Gäste sitzen. Wir haben jetzt für das Diner noch 2,5 Stunden. Ich hoffe nur, dass es die Gäste nicht stören wird und ich hoffe, dass wir das so einigermaßen rauskriegen. Pudding-Hotel, Kirschenapfel, Zimt, Kompott. Herausfinde, wer der erste Gast ist. Sie kommen! Auch für Herrn Weber werden die nächsten Stunden nicht einfach. Die ersten Gäste sind niemand Geringeres als Graf und Gräfin von Bassewitz. Sie sollten nach allen Regeln der Kunst begrüßt werden. Ich nehm's Ihnen gerne ab. Okay. Ja. Bitte, treten Sie ein. Meine Allergnädigste, herzlich willkommen auf Gut Bielitz. Eingeladen sind andere Gutsherren, der Pfarrer mit Frau und der Landrat. Der Abend wird lang. Das ist der Toiletteneimer von oben. Der war relativ voll. Aber ich glaube, das ist noch das von vorher. Jetzt können wir mal gucken, ob schon ein Gast gemacht hat. Ja, einer. Einen Toilettengang hatten wir schon. Von 20 Leuten. Ich hab schon gesagt, es traut sich keiner. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist so schwer. Schon wieder. Meine Kekse, meine Kekse. Ja. Meine Kekse. Oh. Gebiete. Den Hühnern. Die Hühner?
Meinst du, die essen das nicht? Nein. Nicht einmal die Hühner essen das? Bitte nicht. Dann gib's mal den Pflanzen, die können sich nicht wehren. Wen bediene ich denn zuerst? Erst alle Frauen. Erst alle Frauen? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher? Mann! Gut. Ich frage ja nur. Erst alle Frauen und dann den ranghöchsten, dann den Gutsherrn, dann den ranghöchsten Mann, der sitzt neben ihr rechts. Ach komm, soll ich dir mal helfen? Hast du es im Griff? Ja, ich hab's im Griff. Ja, die stehen noch rum und palabern. Was soll ich denn machen? Oh, halb die haben noch nicht mal angefangen mit der Vorspeise. Zum Wohle. Hamsel? Ja? Der erste Gang ist beendet oben. Das wird echt eine lange Nacht. Jetzt guck mal unten, was Sache ist. Wir warten auf den Braten. Sonja, geh mal runter und guck mal nach. Bitte. Na, der Braten ist in der Röhre, wa? Weil man mir nicht Bescheid gesagt hat. Hier ist der Braten. Und dem geht's relativ gut, würde ich mal sagen. Okay. Und die Kartoffelchen. Die Möhren. Wieso muss denn das jetzt auf einmal so schnell gehen? Was heißt, wieso musste das auf einmal so schnell gehen? Naja, jetzt warte ich erst die ganze Zeit. Die bleiben ja keine halbe Stunde über so ein bisschen Rotkohlsalat. Ja, ich habe gefragt, welcher Gang ist jetzt fertig? Suppe oder rote Beete? Keiner wusste es. Der Braten. Man hat schon gewartet. Zwischen den Gängen pflegt man um 1900 Kontakte. Es wird Politik gemacht, Entscheidungen getroffen, Geschäfte eingefädelt. Echt noch weg. Schmeckt auch. Boah, arbeite nur mehr her. Aber ich meine, wenn wir die ganzen Reste kriegen. Ja, ist doch in Ordnung. Mhm. Schmeckt, ne? Schmeckt. Komm, wir geben den in die Küche, dann können die anderen auch noch was trinken. Ja, ich habe ja gerade noch zwei Schlucke erst. Ja, ich muss noch arbeiten. Cheers. Das Menü geht in die letzte Runde. Das Dessert. Die Mamsell hat ihre Küche verlassen, gespannt darauf, wie ihre Kochkunst ankommt. Die gnädige Frau hat gerade gestrahlt. Also denke ich mal, noch klappt alles. Morgen schon wieder die Treppen hoch. Ich hätte gerne eine Dusche und was Sauberes zum Anziehen und ein bisschen Musik. Und meine Geige. Und dann komme ich wieder. Also mein Bett wird mir reichen, aber hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie so körperlich bei der Arbeit an meine Grenzen komme. Also dass man echt, bei jeder Arbeit, die ich bis jetzt gemacht hatte, hatte man einen Feierabend. Und hier hat man keinen Feierabend. Also man muss sein Tagewerk, so heißt es ja, vollenden. Und das kann um 7 sein, um 8, um 9, um 10, aber auch erst um 11. Oder halb 12. Oder halb 12 und der Tag fängt aber jeden Morgen für uns um 4:45 an. Und mich wundert das jetzt überhaupt nicht mehr, dass die Küchenmädchen und Hausmädchen auf den Fotos immer so total schwer waren. Hä? Ja, ich habe auf die Fotos, die ich gesehen habe, die waren alles so Weiber. Hm? Ja, müde, müde. Vor allen Dingen, das wird noch gehen. Dann muss die Küche aufgeräumt werden, dann müssen wir abwaschen. Dann kommen die Wäscherinnen morgen in der Früh. Ich bitte Sie alle hier im Salon zu verweilen, damit zum Abschluss des Abends Herr Moseler uns noch etwas auf dem Klavier vorspielen kann. Sind Sie dazu bereit? Ich bin es schon. Ob es mein Magen ist, wird sich zeigen.